So, moin moin Leute und willkommen zu Clash Royale. Ich bin wieder frisch aus dem Urlaub da und ja, bei Clash Royale, das ist das Schöne, haben wir nichts verpasst. Wir rutschen nicht mit Pokalen ab, nicht in Ligen ab, so wie bei anderen Spielen. Wir halten einfach unseren Platz. Einziger Nachteil, den wir haben, wir kriegen vielleicht ein paar weniger Features, aber ansonsten ist alles genau wie gehabt und darum machen wir auch jetzt ohne lang zu schnacken weiter. Ich bin hier, wow, Rathaus Level 9 bei 1693 Pokalen, das ist sogar noch schlechter wie ich bin. Das finde ich schon sehr heftig. Überrascht mich auch gerade sehr. Ich spiele wieder mein Golem-Deck. Wow. Wobei, ich spiele ja genauso schlecht und bin auch bald bei den Punkten. Okay, ein Packer hat er da noch mittendrin. Okay. Dann hoffen wir, dass er einfach so schlecht spielt, dass wir besser sind. Komm, stirb, stirb, stirb. Lass meine Leute in Ruhe. Er hat jetzt natürlich auch echt viel jetzt gerade rausgehauen, dass er fast nichts mehr beschwören kann. Okay, jetzt kommen Barbaren, aber wir machen gut Damage. Und das mit so einem popligen Angriff. Das erklärt wahrscheinlich, warum er mit Rathaus Level 9 bei 1600 Punkten rumspielt, rumdümpelt. So, wir warten, bis wir 10 haben und hauen dann den Golem raus. Stampf, Stampf. Okay, Drache. Er wird natürlich jetzt wieder gleich seine Minion-Horde spielen, darum warten wir mal und prügeln die einfach so weg. Er meint wohl, das ist ein cooler Angriff. Ja, Valkyrie kann schön sich beschäftigen und da wäre ich mir jetzt sogar noch nicht mal sicher, ob das hier so ein kompletter Durchmarsch wird. Ich bin jetzt auch einfach mal so assi und platziere hier vorne den Swatten Goblin. Ach, Goblin, genau, Golem. Feuerball dazu. Und dann GG, Junge, ne? Komm, Golem, kannst ein paar Mal draufhauen. Ah, nein, das langt nicht. Mal gucken, ob wir hier noch irgendwie was kriegen. Wie viel? 13 Sekunden haben wir noch. Schade. Tja, Junge mit komischem Spielstil. Du wirst noch etwas fallen bei deinen Pokalen. Schade. Nee. Du hast das nicht absichtlich gemacht. Du hast zu schlecht gespielt. Gut, jo. Gab ein paar Punkte, paar Pokale. Und, ja, würde ich gerade mal sagen, was haben wir eigentlich im Shop? Hatte ich, glaube ich, vorhin schon geguckt. Genau. Ach ja, hatte ich auch schon einen Feuerball gekauft. Jo. Gucken wir mal, dass wir weiter nach oben kommen. So 100% bin ich mit dem Deck noch nicht angefreundet, aber es gefällt mir gut. Hier werde ich die Kanone platzieren. Die Skelette hebe ich mir einfach mal auf für einen Schweinereiter. Aber auch Elixierpumpe rausgebracht. Okay. Okay, er will den Vorteil, den ich habe, durch das Fässchen wegmachen. Oder er hat ja auch den Vorteil. Okay, er spielt so ein klassisches Hüttendeck. Also vielleicht nicht klassisch, aber hüttenmäßig. Okay, hier hat er auch noch die Barbaren bei. Schade, ich habe gedacht, ich bin mal klug und platziere hier vorne die
Tower. Okay, jetzt mit Fass. Komm, Witch, du bist da. Genau. Puh, die Runde, die... Er macht das mit seinem komischen Deck da recht gut. Und ich hab Angst, wenn jetzt wirklich die Minute einbricht. Darum platziere ich jetzt nochmal schnell. Er wartet jetzt, bis alles voll läuft. Mein Feuerball hebe ich auf. Gut, ich meine, das ist jetzt nicht das. Ich hätte besser die Witch gespielt. Weil die Witch ja mit solchen Truppenmassen hier zurechtkommt. Also mein Tower verliere ich. Mal gucken, was er mit seinem jetzt da verteidigen kann. Hm, zu früh. Das könnte... wie lächerlich. Ich wollte gerade sagen, das könnte ganz knapp werden. Komm, das machen wir mal. Okay, jetzt diesmal bringe ich die Witch. Und diesmal setze ich aber auch hier den Feuerball. Um da hinten mal so ein bisschen Damage zu machen. Und dann gucken wir. Oh, eine zweite Witch. Das ist natürlich nice. Die Witch kommt halt echt gut mit Monstermassen klar. Ah, da unten die Barbaren hatte ich nicht gesehen. Das sieht jetzt sehr nach einem Sieg für uns aus. Die Golemites, sehr schön. Well played, Hüttendeck-Spieler, wobei das ein schönes Hüttendeck war. Kann man eigentlich nicht meckern. Was lachen sie denn alle? Wollen sie mir auf den Senkel gehen? Jo. Wir gehen langsam wieder hoch. Hey, 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 servus, Leute. Könnte ich mir leisten? Das kann ich mir definitiv nicht leisten. Das will ich mir nicht leisten, das will ich mir nicht leisten. Ich mir das leisten? Was macht es denn? Mehr Hitpoints nur. Wobei ich bin auch bei 4. Ich mecke ja über die ganzen Loser da. bei 4000. Bei 1800 Punkten, die Rathaus Level 9 sind. Aber ich bin auch bald Rathaus Level 9. Nur noch 1000 fehlen mir da. Das Deck haben wir ja noch. Das könnten wir auch mal spielen. Oder das da. Man kann so viel upgraden. Komm, wir machen einmal hier Giant Wiese. Dass wir irgendwie mal was anderes spielen. Mafia, Russia. Aha, russische Mafia. Ja, sollte man sich nicht mit anlegen. Mal gucken, was er macht. Wir warten bis 10 und dann entscheiden wir. Er macht nichts. Er spielt ein... Oh, mein Tower ist schlecht platziert. Ein Bombenskelett, okay. Habe ich jetzt auch nicht so prall platziert. Ich war jetzt gerade nicht mehr in dem Deck drinne. Hier hat er sein Markier. Ich zeppe ihn einmal. Ja, bringt nichts. Er lebt sogar noch. Wir lassen ihn durch den Tower sterben.
Warten, bis wir bei 10 sind. Und versuchen dann Giant, Riese plus Magier. Vielleicht sogar noch die Speergoblins dazu. Oh, das ist okay. Die Rakete, finde ich, hätte mehr Schaden gemacht beim Magier. Also der Giant-Riese ist schon mal leider tot. Ich habe immer noch einen Magier, aber auch der ist angeschlagen. Schweinereiter. Warum geht er von dem Tower weg? Das hatte ich vorhin schon mal. Voll die Verarsche. Wahrscheinlich zu früh meine. Toll, ich sehe gar nicht, was da passiert. Scheintriese ist schon mal tot. Ja, diesmal geht er ans richtige Gebäude. Muss ehrlich sagen, momentan macht mir da tatsächlich das andere Deck ein bisschen mehr Spaß. Der Marker ist doof platziert. Wenigstens rennt er nicht in die Bombe. Der Giant-Riese da jetzt dazu war auch sehr doof. Und die Barbar, die Speergoblins viel zu nah. Das heißt, ich werde das hier jetzt an der Stelle verlieren. Und durch das blöde 60 Sekunden sieht man nicht, wo es ist. Ja, well played. Blöd gespielt, blöd platziert, aber gegen die russische Mafia. Ich wollte mich einfach nicht mit denen anlegen. Nö, das Deck möchte ich gerade nicht mehr. Spielen wir mal hier und wenn es mir nicht gefällt, dann spiele ich weiter Golem. Mein Golem ist so. Ja, Golem gefällt mir. Gerade als wenn ich ihn auf 4 machen könnte. Du willst nicht setzen, außer den Riesen. Wir versuchen das einfach zu verteidigen. Ich könnte auf der anderen Seite quasi denselben Push machen wie er. Na, hier kommt mein Pfeilhagel. Hätte ich vielleicht auch besser den Pfeilhagel gewählt, weil er ihn jetzt auch gewählt hat. Also nicht deshalb, sondern einfach, weil es wahrscheinlich besser gewesen wäre. Wir lassen Musketier mal allein vorlaufen. Und Skelette tötet das Schwein. Wir warten wieder bis 10 und diesmal bringen wir unseren Riesen. Nehmen ein Musketier im Hintergrund mit und die Walküre setzen wir dann direkt davor, dass die mal wegsäbeln kann, was geht. Da hätte ich vielleicht auch wieder warten sollen. Na, Pfeile. Das war, ja. Ich hätte mir die Pfeile freispielen, also aufheben sollen. Schlecht, auch wieder keine gute Runde. Ich bin noch im Urlaubsmodus, ich stelle das fest. Also er spielt eigentlich nahezu ein selbes Deck wie ich, nur mehr mit dem Schwein. So, diesmal haben wir richtig platziert. Die Walküre, dann nehmen wir hier die Musketiertante mit. Und jetzt gucken wir mal, was unser Angriff macht. Ist sie, lebt die Walküre noch? Pfeilhagel
Pfeile, sehr schön. Oh, und diesmal erwische ich alles, was da steht. Ja, Doppelriese. Jetzt zwar nicht mehr Doppelriese, nur noch eine. Aber wir haben verteidigt. Und schön, komm. Match over, sehr schön. Hurra, Party. Was sagt überhaupt die Zeit? 15 Minuten, 31 Pokale. Naja, dafür, dass wir auch verloren haben. Gut, ja. Nächstes Mal. Ja, es war jetzt einfach nur mal das Video direkt nach dem Urlaub, dass ihr seht, ich lebe noch, ich bin wieder da und es wird mehr geben. Ich sag, jo, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute.